Oh no. Do you smell that? They're coming. Be gone, thoughts. Go away. So AJ went straight to the radio station the very next day. Hey, Fab, I'ma kill you. Lyrics coming at you with supersonic speed. JJ Fab. Summer, lama, doom, lama, you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say is picking, singing off of me and it'll glue to you and devastating more. Okay, come on, Mike. Bist du bereit? Yep. Und. Hello, 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 hello. Hi guys, so I got lost in T Highland and look who I've met. Oh, how you doing? Oh, how about that right in? Is that your baby? His name's Carlos, I got him at the coffee bean. Dear United States, dear citizens, police departments, politicians, and news channels, we are filmmakers and content creators, music artists and actors, comedians and fighters, dancers, preacher, and many more, all from Germany. And we are here to raise our voices against injustice. The past few days have highlighted a huge problem that we have all been living with for way too long. Racism and injustice. We have watched police officers execute Alton Sterling while he was lying on the ground. Shoot at Tatiana Jefferson for just being at home. And brutally and deliberately choke George Floyd to death in public. For allegedly passing counterfeit money in a grocery store while he pleaded for his life. Just to name a few of those who had the chance to be filmed and published. In most cases, the victims, their families, friends, and the rest of the world who are suffering with them simply had to settle for the retirement of the offenders. The consequences for murder. Getting fired. But it didn't stop there. We are witnessing police officers brutally and inhumanly beating up unarmed demonstrators on the streets who are searching for justice, including women and children. And they didn't even stop when people were lying helplessly on the ground. If you still think it's not racism, see how many white people are killed by police in comparison. See how carefully white mass murderers are treated while being arrested. See the difference between how black people and white people are sentenced for the same crime. This has to stop. Now. We know that being a police officer is a hard job. And that there are also a lot of good police officers out there. But as Chris Rock said it, some jobs can have bad apples. Some jobs, everybody gotta be good, like pilots or the police. We are here to show our support for the black people and every other minority that has to face discrimination and human rights abuses. We're watching. We do not abuses. We're watching. We do not accept police brutality or racism. We are demanding justice for the victims. Reasonable consequences for offenders. And truthful reportings. Because George Floyd didn't die during a routine check that ran out of control. He was murdered intentionally by a white supremacist police officer while his colleagues supported his actions. If there was no one to film it. If thousands and hundreds of thousands of people didn't stay up to protest. What would have happened to the ones responsible then? Speak out about bad behavior. And power misuse when you see it. Fight for legal justice and report over it fully. We all benefit from the various foods, cultures, art, knowledge, work, and so much more that different ethnicities contribute to our world. So when can we start living together in peace? Meinst du, dass sie die Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben und wollen, dass wir denken, dass unsere Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir jetzt denken? Denkst du das? Na hör mal, ich Wambo, du Wambo, er sie es Wambo, die große Wambologie, Wambo N, Wambo Rama,
Bambomat. So wie der längste Satz, der jemals von einem Tier gesprochen wurde. Der ging doch irgendwie, das war von einem Affen. Banane haben. Der hat Zeichensprache. Nee, das war so, Orange, du gib mir Orange, ich Orange will Orange. Du mir Orange, gib mir Orange. Orange. Okay, viele haben sich das gewünscht, deswegen gibt es jetzt eine Patrick Star Voice Impression. Ist der Finger oben, wird man dich loben. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Ach, ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Ich liebe sie. Ich liebe sie ganz besonders, wenn sie mir ein Like hinterlassen. Oder ein Abo. Als ich in Iran noch zur Schule ging, in der Schule wurde irgendeine Frage gestellt, mit so, welches Land denkt ihr da und darin gut? Oder da und darin, oder weiß ich nicht, irgendwas, und dann so, welches Land denkt ihr? Hab das nie vergessen, wie einer aufgestanden ist und meinte, Ausland? Oh. Die dachte, Ausland ist ein Land. Wie heißt es denn auf Persisch? Kharej. Das heißt Ausland? Ja, also ich glaube, das heißt wortwörtlich eigentlich sogar außerhalb, aber wenn man vom Ausland redet, sagt man das. Also die meisten kommen daher. Genau. Die meisten kommen aus diesem Land. Das finde ich sowieso immer voll komisch. Du bekommst so einen Vertrag und dann steht da eine Verschwiegenheitsklausel. Es hört sich an wie so ein Klaus, der so einer deiner Schwiegereltern ist. Verschwiegenheitsklausel. Oh, das ist der Klausel. Der normale. Nee, der Verschwiegenheits. Damit ihr niemals vergisst, wie dieser wunderschöne Blick aussieht, gibt es hier auch ein Gemälde davon. Why not? Glaubst du, UFOs gibt's? Definier UFOs. Sind UFOs nicht einfach außerirdische Flugobjekte? Die Abkürzung ist, glaube ich, eigentlich Unidentified Flying Object. Ah, oder ein erfolgreicher deutscher Rapper. Ja, kann man sich aussuchen. Das wäre dann die 361-Variante. Verstehe. Aber im Normalfall ist es unidentifizierbares fliegendes Objekt. Und ich meine, davon gibt's auf jeden Fall welche. Ja, okay. Das heißt, wenn ein Flugzeug einfach so schnell an dir vorbeifliegt, dass du nicht sagen kannst, was... Was ist? Zur Hölle war das? UFO. Theoretisch schon. Aber gilt das dann auch, wenn das Objekt unidentifizierbar ist? Oder so kann das auch von dir abhängen, weil du jetzt gerade unter Drogeneinfluss bist und das nicht identifizieren kannst? Aber ich glaube, wenn du unter Einfluss stehst, hast du eventuell... Bessere Chancen, ein UFO zu sichten. Ja, das stimmt. Aber das soll jetzt nicht die Moral von dem Ganzen sein. Also jetzt nicht so das Fazit. Ah, okay, nice. Leute, jetzt stellt sich raus, wie alt wir sind. Früher gab es so eine Werbung, die immer auf MTV lief, wo so ein Typ so einen übelsten Klingelton hatte und so immer, wenn der lief... Das mit der Kakerlake? Es gab das mit der Kakerlake, aber das, was ich gerade meine, ist, wo dann so diese ganzen Girls aufgetaucht sind. Der wurde mit dem Handy angerufen und plötzlich sind so richtig viele Girls um ihn rum aufgetaucht. So, ich glaube, die waren noch so leicht bekleidet. Und dann haben die so alle zusammen gedanced und dann... Das war während sein Klingelton lief und dann ging der Klingelton aus, die sind alle abgehauen und er sagt so zu seinem Kumpel schnell, ruf mich an, Alter, ruf mich auf mein Handy an. Was für eine scheiß Werbung. Aber ich hab sie bis heute nicht vergessen. Anywhere you run under your mummy wood fire. No trial, some boy want style man. Tell your brightest, no pull out, no gun out. Tell your freeze like a Heisman. Bye man, die, mac a diamond. Life fly by in a breeze, island. Now your mother a fi cry man. And your friend them a go miss you, fuck it, Tyler. Another one, you just another one gone. Bet you never know, say me bad for me bond. Another one, you just another one gone. Bet you never know, say me bad for me bond. Another one, you just another one gone. Bet you never know, say me bad for me bond. Another one, you just another one gone. Bet you never know, say me bad for me bond. Bond. Let me show you real quick what I love about the internet. Recently, my homies Marcel, Jay, and I produced a short film based on the game Among Us, uploaded it on YouTube, and it kind of became a viral hit. You could check camps. Where did you find him again? Now, the cool thing is, people from all around the world started making their own dub version of it, and suddenly I'm able to parle français. Vérifions les caméras. Où est-ce que tu l'as trouvé déjà? Hablé espagnol. Reparando cable. Estuviste ahí todo el tiempo. Tu te connais? On a voulu me donner. Блин, он молодец. Говорит по-русски? Я не упоминал, что он был убит ударом ножа в голову. Энака, там ультериум. There is even more. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die.
Whew. Are you okay, baby? Yeah. I'm good. Okay, ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt einen türkischen Rambo. Oh ja, den gibt's wirklich. Wir haben ein Video darüber gemacht, das Ganze kommt gleich online, als Premiere sogar. Das heißt, wir können das Ganze zusammen angucken und wir sind sogar in den Chats. What's up? Wir haben auf jeden Fall hart gestruggelt, wir haben alles gemacht. Mir fällt jetzt erst auf, dass diese Kopfhörer hart unnötig sind, weil die an nichts angeschlossen sind. Die ganze Zeit versuch so professional zu wirken. Ich hab so gar nichts. Ich merk das jetzt erst. Du hast nicht mal ein Kabel. Ich hab gar nichts. Das Kabel hängt da unten.